Hallo, hier spricht wieder eure Medimikro. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute möchte ich ein ganz locker flockiges Video mit euch machen. Und zwar habe ich mir ein Spiel überlegt. Und alle, die so ein bisschen interessiert sind an der Blutmikroskopie, die können heute mal überprüfen, ob sie die Fragen, die ich so stelle, ob sie die beantworten können. Also wer jetzt Lust hat, der bleibt bitte dran und wer keine Lust hat, der geht einfach wieder. Ne? Also wir machen ein ganz, ganz einfaches Frage-Antwort-Spiel. Und zwar habe ich mir 11 Fragen rausgeschrieben. Und wir fangen eigentlich auch schon an. Ne? Also wer Lust hat, jetzt sich ein bisschen zu überprüfen, der kann das gerne tun. Also, welche Gruppe der Immunzellen bezeichnet man als Körnchenzellen? Wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß es. Und vielleicht wussten es auch schon andere vorher. Das sind die Granulozyten. Granulozyten sind extrem wichtige Immunzellen. Ne? Immunzellen, das sind ja immer unsere weißen Blutkörperchen. Und diese Granulozyten, die haben so Säftesäckchen in sich. Und diese Säckchen, das sind eben diese Körnchen, deswegen nennen die sich eben Granulozyten, Körnchenzellen. Diese kleinen Säckchen oder Bläschen, aber ganz, ganz, ganz klein, man sagt auch Sandstaub ähnlich, also so feine kleine Körnchen sind das, zumindest bei den neutrophilen Granulozyten. Und die sind voll mit Enzymen und das sind so richtig kleine Chemiefabriken. Also, wer das jetzt eben wusste, der kann sich schon mal schreiben, dass er erste Frage von 11 wusste. Eine Körnchenzelle, das ist Körnchenzelle ist eben Granulozyt. So. Es geht weiter. Welchen Typ der Immunzellen sehen wir am häufigsten? Ne? Also unter dem Mikroskop natürlich, wir sind jetzt ja in einer Blutmikroskopie. Also wenn wir da so ins Blut reingeguckt haben, wir haben dann die roten Blutkörperchen gesehen. So, und da sind jetzt noch so andere, viele andere Zellen. Ja, wie heißen die? Das ist im Grunde genommen die Frage. Die wir jetzt am häufigsten sehen, das sind die segmentkernigen neutrophilen Granulozyten. Ne? Ihr habt da gerade ja gehört, das sind eben auch Körnchenzellen. Und diese Körnchenzellen sind eben nochmal unterteilt in verschiedene. Es gibt basophile, eosinophile und neutrophile. Und die allerhäufigsten, das sind die segmentkernigen neutrophilen Granulozyten. Und ihr merkt schon, selbst bei den Neutrophilen gibt es eben Unterschiede. Es gibt eben nicht nur segmentkernige, es gibt eben auch stabkernige. Aber die sind relativ selten. Und es gibt auch noch hypersegmentierte neutrophile Granulozyten. Aber die allerhäufigsten, also hier wäre eben auch die richtige Antwort, ne? Die allerhäufigsten, das sind die segmentkernigen neutrophilen Granulozyten. Kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie nennt man die ideale Form der roten Blutkörperchen? Auch das habe ich im letzten Video schon erzählt. Also, es ist so, dass rote Blutkörperchen sehr, sehr viele Formen annehmen können. Die haben eine sehr, sehr große Formvarianz. Es gibt kaum eine Zelle, die so viele Formvarianten einnehmen kann. Und vor allem gibt es für jede Form, die sie einnehmen können, einen eigenen lateinischen Namen oder einen altgriechischen Namen. Aber es gibt, sagen wir mal einen wissenschaftlichen Namen. Also es gibt für all diese Formen wissenschaftliche Namen. Und das ist, auch wenn man jetzt für die Blutmikroskopie ein bisschen lernt, da muss man eben die meisten Vokabeln tatsächlich dann auch pauken. Ja, aber wir wollen ja jetzt die ideale Form. Also das, so wie es dann eben im Bilderbuch, also eine Bilderbuchform, so eine Perfect Shape Form der roten Blutkörperchen. Das ist die bikonkave Scheibenform. Das ist also eine runde Scheibe. Ich sage ja auch mal ein bisschen wie so eine Frisbee-Scheibe. Ihr könnt jetzt hier aber auf dem Foto auch sehen, die hat so eine Delle in der Mitte. Und diese Delle hat sie von der
Es gibt natürlich kein oben und unten, aber jetzt oben auf diesem Bild, ja? Also von oben hat sie eben diese Delle und von unten hat sie eben auch diese Delle. Und das ist eben konkav, ne? Dieses Eingedrückte. Und wenn man das eben auf beiden Seiten hat, dann ist es eben bikonkav. Manche sind aber auch so schlau und dann sagen sie so, ja, aber die ist ja auch konvex. Also konvex ist sie auch. An den Seitenrändern ist sie konvex. Aber das ist jetzt nur für ganz, ganz schlaue Menschen. Also normalerweise spricht man aber von der bikonkaven Scheibenform. Ne? Okay, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Welche Immunzelle ändert ihre Form und Größe durch das Epstein-Barr-Virus? Das Epstein-Barr-Virus, das ist ja eine Erkrankung, nennen wir es mal einen Infekt. Dieses Virus kann ja verschiedene Krankheiten auslösen. Es gibt einen Symptomkomplex, da sprechen wir dann eben vom Pfeiffer'schen Drüsenfieber. Und das wiederum hat auch noch einen anderen Begriff, das ist die Mononukleose. So. Das bedeutet, da verändern sich Immunzellen im Blut. So kann man übrigens auch das Epstein-Barr-Virus nachweisen, wobei das ist natürlich auch wieder nicht ganz richtig. Es gibt ja auch immer so Ausnahmen, bestätigen die Regel. Es gibt auch ab und zu seltene andere Erreger, die auch noch eine Mononukleose auslösen könnten. Aber wenn wir jetzt eben es mit einem Infekt zu tun haben durch das Epstein-Barr-Virus, so ist eben jetzt die Frage, welche Immunzelle verändert sich nun in Form und Größe? Und das haben, also viele Menschen glauben ja, dass so eine Transformation, also eine morphologische Veränderung, also eine Veränderung des optischen Eindrucks, sage ich mal, einer Zelle, dass das etwas Seltenes ist. So ein transformatorischer, so eine transformatorische Umwandlung. Das ist überhaupt nicht selten in der Natur und es gibt sogar ein biologisches Konstrukt, das sehr, sehr stark Transformationen durchmacht. Und das ist der Mensch. Und das glauben viele erstmal gar nicht. Und ich meine jetzt gar keine Persönlichkeitsentwicklung oder charakterliche Transformationen, das meine ich gar nicht. Aber der Mensch war ja auch mal ein Embryo. Der Mensch hat irgendwann auch Milchzähne. Dann stößt er sie wieder ab, dann hat er noch ein paar Weisheitszähne, dann hat er irgendwann, kriegt er Schamhaare, manchen wachsen sogar Brüste und der Mensch altert und ist in jeder Altersstufe, hat er auch eine gewisse morphologische Varianz. Irgendwann wachsen Menschen dann graue Haare und irgendwann beugt sich die Wirbelsäule und so weiter. Das sind alles auch Transformationsschritte. Das ist tatsächlich nicht selten in der Natur, dass sich etwas verändert. Durch auch äußere Einflüsse, aber auch durchs Altern. Und auch durch Krankheit können wir uns eben verändern. Optisch von außen sichtbar, phänotypisch praktisch, aber man kann eben auch im Inneren sich verändern. Ich meine, das weiß ja auch jeder, wenn er ein dickes Knie bekommen hat, dann ist das ja im Grunde genommen auch schon so eine Art Transformation. Ja? Okay, ich schweife ein wenig ab, aber ich wollte es mal gesagt haben, dass das in der Biologie nichts Seltenes ist, dass man sich verändert durch Kontakt mit einem Reiz. So, jetzt haben wir eben dieses Epstein-Barr-Virus und jetzt wollen wir nun mal im Mikroskop gucken, ob wir es entdecken können. Also, ob wir die Auswirkung entdecken können. Durch zum Beispiel ein Epstein-Barr-Virus, ja. Und die Immunzelle, die sich verändert, das sind die T-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten werden dadurch aktiviert. Sie verändern die Form und die Größe, die werden nämlich größer, und heißen dann auch Lymphoid- oder Pfeifferzellen. Aber jetzt etwas nicht verwechseln. Das ist eine Reaktion auf das Virus.
hätte ich anders gefragt, hätte ich gefragt, wo nistet sich das Epstein-Barr-Virus ein? Also in welcher Immunzelle nistet sich das Epstein-Barr-Virus ein? Dann wäre die korrekte Antwort B-Lymphozyten. Ja? Also die B-Lymphozyten werden infiziert, aber die T-Lymphozyten werden aktiviert. Ich komme zur nächsten Frage. Ich wollte erst fragen, wie lange leben rote Blutkörperchen im Durchschnitt? Dann habe ich mir aber überlegt, das ist keine korrekte Frage, weil rote Blutkörperchen reifen ja erstmal im Knochenmark und zirkulieren dann erst im Blut. Und ich wollte ja darauf hinaus, wie lange zirkulieren die im Blut. Deshalb habe ich die Frage so formuliert, wie lange zirkulieren rote Blutkörperchen im Durchschnitt in den Blutgefäßen? Das ist auch eine relativ wichtige Frage, denn wenn wir mikroskopieren, dann sehen wir ja einen Querschnitt der Blutzellen, sage ich mal. Und dieser Komplettaustausch, der ist dann erst in ungefähr, ich sage es jetzt schon die Antwort, in 120 Tagen. Also die Antwort ist in 120 Tagen. Da haben wir die Zellen einmal komplett neu. Ich habe gesagt im Durchschnitt. Ja, wer jetzt ganz, ganz, ganz schlau ist, wird jetzt sagen, ja, aber es sind doch 110 bis 130 Tage. Das ist die ganz korrekte Antwort, aber der Durchschnitt ist 120 Tage. Und jetzt sage ich nochmal meine persönliche Meinung. Ich glaube auch heute nicht, dass die noch so lange im Blutkreislauf zirkulieren. Also das 130 Tage, ich kann es nicht ganz glauben, dass bei den ganzen Umwelteinflüssen, dass die heute noch so lange zirkulieren. Ist so mein Eindruck. Aber das ist jetzt so die persönliche Meinung. Ansonsten ist die korrekte Antwort eben, 120 Tage sind die im Blutkreislauf unterwegs. Die nächste Frage. Aus welcher Immunzelle hat sich die Makrophage entwickelt? Makrophagen, das ist ein relativ weit verbreiteter Begriff, merke ich so. Also viele Menschen haben von Makrophagen schon gehört. Die wissen, das sind so Fresszellen, das sind Immunzellen. Übersetzt heißt Makrophage großer Fresser. Das sind also Immunzellen, die etwas einverleiben können, ja, die richtig so Bakterien oder auch andere Stücke in sich aufnehmen können und verdauen können. Aber die Frage ist ja jetzt, aus welcher Immunzelle hat sich denn diese Makrophage überhaupt gebildet? Und da die Antwort, das ist aus den Monozyten geschehen. Monozyten sind eine interessante Urform, sage ich mal, von vielen verschiedenen Zellen. Also aus Monozyten können nicht nur Makrophagen entstehen. Aber wenn man eben eine Makrophage hat, dann ist die Mutterzelle, in Anführungszeichen, die Mutter aller Zellen, ist dann eben der Monozyt. Aber Monozyten, da kann, wie gesagt, ganz, ganz viel draus entstehen. Das ist ein hochinteressantes, spannendes Themengebiet. Allein so ein Monozyt ist wirklich total spannend. Und da sind wir wieder in diesem Transformationsthema drin. Der Monozyt reift natürlich genauso auch im Knochenmark, geht dann in den Blutfluss. Und durch Einfluss von Zytokinen, das sind also chemische Botenstoffe, chemische Informationsmeldestoffe, die eben dem Monozyten einen Reiz geben, genauso aber auch Substanzen, die Erreger abgeben, also Erreger, Bakterien, futtern in uns und jeder Erreger, der futtert, muss irgendwann auf Toilette gehen, sage ich immer, so ein Anführungszeichen. Und dieser Erreger muss eben auch wieder seine Stoffwechselprodukte abgeben. Und all diese ganzen Stoffwechselprodukte geben dem Körper Informationen. Generell dem Körper. So, und da kommt es natürlich dann auf die Zielzelle drauf an. Und so eine Zielzelle, wenn eben so ein Stoff auf so ein Monozyt trifft, dann verwandelt sich dieser Monozyt in einen Makrophagen, einen großen Fresser um. Wird also auch größer, ja? Wandert dann eben aus dem Blut raus. Also Monozyten sind im Blut,
Makrophagen sind außerhalb des Blutkreislaufs. Ne? Wie gesagt, und das ist wieder mal ein transformatorischer Umbau. Das ist wie eine Raupe verpuppt sich und wird zum Schmetterling. Das ist nicht selten. Das ist jetzt, wobei ich muss zugeben, es ist ein sehr krass bei der Raupe zum Schmetterling. Und eine Raupe ist auch nicht ganz korrekt vielleicht das Beispiel gewesen. Eine Raupe ist ein vielzelliger Organismus und auch so ein Monozyt hat ja nur einen Zellkern. Aber trotzdem, diese ganzen Umwandlungen, auch an Größe zunehmen, ist schon auch ein krasser morphologischer Sprung, der optische Eindruck verändert sich halt massiv, sagen wir mal. So etwas ist auch generell in der ganzen Wissenschaft nur ja entdeckt worden durch langes Beobachten. Also man hat nicht einen Monozyt gesehen früher und hat sich gedacht, ach Mensch, der sieht ja dem oder der Monozyt dem der Makrophage so ähnlich, dass man da so eine Verbindung herstellen konnte. Nein, so war das nicht. Ne? Also so eine Makrophage musste man eben beobachten, was sie so macht, wann sie vergeht. Und genauso eben dann, auch wenn man im Blut die Monozyten gesehen hat, musste man gucken, ja, passiert da noch was? Bleibt die für immer so? Ach Mensch, die verlässt den Blutkreislauf und verändert eben ihre Form. Das ist eine typische Forschung von früher gewesen, so eine Art Grundlagenforschung. Und dadurch wissen wir heute diese ganzen Veränderungen. Das ist also dadurch, das steht ja auch schon in Büchern, die auch 100 Jahre alt sind. Das darf man nicht vergessen. Also das ist was wirklich Klassisches, was man mikroskopisch in erster Linie entdeckt hat. Klar kann man heute alles nochmal mit genetischen Untersuchungen und so nochmal bestätigen. Aber das sind so die typischen ersten Forschungsergebnisse gewesen. Ne? Aus welcher Zelle wird was? Also auch natürlich im Knochenmark. Diese ganzen Reifungsprozesse, die verändern sich ja sehr, sehr, sehr. Die Zellen und auch die Zellkerne reifen ja. Jetzt haben wir eben von Makrophagen gesprochen. Es gibt aber auch den Begriff Mikrophagen. Also ich sagte ja eben, das sind so große Fresser, die Makrophagen, die eben aus den Monozyten hervorgehen. Aber wir haben im Blut Mikrophagen. Aber wer ist denn das jetzt? Wer ist denn im Blut eine Mikrophage? Und wer, also und da im Gewebe, die Makrophagen haben wir gerade kennengelernt im Gewebe. Und das müssen ja eben Immunzellen also sein, die im Blut zirkulieren und auch da wegfuttern. Also man sagt dann auch gerne, die patrouillieren im Blut. Und Phagie ist immer futtern, ne? Also irgendeine Immunzelle, die selbstständig futtern kann. Und wenn man also von einer Mikrophage spricht, dann meint man die neutrophilen Granulozyten. Auch die Eosinophilen können damit reinspielen, aber die sind ja eben zahlenmäßig sowieso geringer, wie wir ja eben schon ganz zu Anfang gehabt haben. Da haben wir ja schon gelernt, dass die häufigsten Immunzellen eben die segmentkernigen neutrophilen Granulozyten sind. Und das sind eben Mikrophagen. Das ist wie so ein Synonym. Ja? Mikrophagen sind neutrophile Granulozyten. Eine weitere Frage. Welche Zellen im menschlichen Blut sind in Wirklichkeit gar keine echten Zellen? Das kann vielleicht für manche wie so eine Fangfrage klingen, aber wir müssen uns erstmal kurz überlegen, was ist denn überhaupt eine Zelle? Also eine richtige Zelle, ne, die hat eine geschlossene Zellmembran und die hat einen Zellkern. Und deswegen steht da auch übrigens im menschlichen Blut, weil die Zellen, die ich dann gleich nenne, haben bei manchen Tieren haben die noch ihre Zellkerne. Also das sind, das müssen also Zellen sein, wo sich der Zellkern irgendwie ausgeschleust hat oder reduziert hat, verloren gegangen ist, auch übrigens wieder durch so einen Reifungsprozess. Und an die Antwort kommt man auch relativ leicht, wenn man so ein bisschen jetzt nachdenkt,
Es sind, also es sind zwei Zellgruppen, ich sag's mal gleich, aber jetzt denken wir erstmal an die eine Zellgruppe. Die eine Zellgruppe, die muss etwas transportieren im Inneren. Und da braucht die unendlich viel Platz, also so größtmöglichen Platz, den sie irgendwie bekommen kann, um den Sauerstoff zu transportieren. Und da stört eben so ein oller Zellkern, der nimmt ja nur Platz weg. Also IKEA hätte da wahrscheinlich irgend so eine Klappbettvorrichtung gebastelt, aber die roten Blutkörperchen, jetzt habe ich es genannt, die roten Blutkörperchen haben ja eben ihren Zellkern ausgeschleust und haben dann eben Platz geschaffen. Und deswegen sind rote Blutkörperchen, die Erythrozyten, das sind aber keine wirklichen Zellen. Auch wenn Zyt Zelle heißt, es sind keine echte Zelle mehr. Okay, dann steht da noch Thrombozyten. Auch hier, das ist ein Begriff, eigentlich mehr so aus der Tiermedizin. Es gibt, wie gesagt, Tierarten, die haben Zellkerne in den roten Blutkörperchen, auch in den Thrombozyten. Das ist aber nicht beim Menschen so. Thrombozyten, der richtige Begriff ist dann doch eher Blutplättchen. Kommen wir zu einem anderen Phänomen. Das ist aber nicht so häufig, aber ich wollte mal so ein bisschen so... Ja, das Leistungsniveau sollte so ein bisschen unterschiedlich sein. Und jetzt die Frage, welche Immunzellen können als Haarzellen auftreten? Also, das ist so haarig umsäumt dann, so eine Immunzelle, so wuschelpuschelig. Sieht halt ein bisschen aus wie Haare, ne? Der kleine haarige Schopf. Welche Immunzelle kann das und wird dann auch als Haarzelle bezeichnet? Das sind die Lymphozyten. Wie gesagt, das ist nicht so ein häufiges Phänomen, aber das gibt es. Eine weitere Frage. Was ist ein Stomatozyt? Stomatozyten. Ich erzählte ja bereits, dass rote Blutkörperchen sehr, sehr formvariabel sind. Also wir haben die Idealform, die bikonkave Scheibenform, aber die können eben auch durch bestimmte Stoffe im Blut ihre Spannung verändern, durch pH-Wert, durch Salzgehalt, durch Enzyme, durch Temperatur, aber auch durch ein Überangebot an Mineralstoffen können die sich verändern. Die können sich genauso aber auch verändern durch einen erhöhten Blutzucker, also zum Beispiel durch Diabetes können die sich verändern. Die können sich durch Leberenzyme verändern. Rote Blutkörperchen können aber auch schlecht gebaut sein im Knochenmark, wenn die Anlieferung die brauchen eine ganze Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, auch an Eisen natürlich, wenn das nicht richtig angeliefert wird. Dann kann es auch sein, wenn das Material schon ein bisschen kaputt und schadhaft war, dass dann aber auch Turbulenzen im Herzen können auch nochmal einen Einfluss nehmen auf die Oberfläche von roten Blutkörperchen. Seltener Fall ist, wenn man sich verbrannt hat. Auch da werden rote Blutkörperchen geschädigt in dem Bereich. Verbrennungsopfer haben geschädigte rote Blutkörperchen sehr oft. Also rote Blutkörperchen können eine wahnsinnig große Bandbreite an Formen einnehmen. Eine Form habe ich jetzt hier mal rausgesucht. Stoma heißt Mund, Zyt immer Zelle. Das ist also übersetzt erstmal eine Mundzelle. Und das ist eben ein rotes Blutkörperchen mit einer sogenannten Fischmundform. Oben links so ein bisschen gezeichnet, aber ich habe es in grün gemacht. Ich wollte irgendwie die rote Farbe nicht. Damit man sich einfach nur diesen Fischmund vorstellen kann. Ja? Okay. Auch sehr, sehr, sehr wichtig, die natürlichen Killerzellen. Also zu welcher Gruppe der Immunzellen zählen die natürlichen Killerzellen? Natürliche Killerzellen sind ja nicht oft im Blut. Das ist ja so, weil sie eben in einer geringen Anzahl sind. Und bei vielen Menschen, die ich kenne, die haben sowieso
niedrige NK-Zellen. Das ist gerade im Bereich der chronischen Borreliose ein sehr großes Thema. Und natürlich auch ansonsten noch bei Menschen, die schon mal so eine Krebserkrankung hatten, die hören auch oft von ihren Ärzten, dass sie die natürlichen Killerzellen hochhalten müssen. Und da gibt es eben auch verschiedene Strategien, wie man natürliche Killerzellen fördert. Das ist gerade so eine Alternativszene, also sehr, sehr, sehr bedeutsam, würde ich mal sagen. So, jetzt fragte ich, also wozu gehören die denn? Und da ist die Antwort, die zählen zu den Lymphozyten. Die machen von den Lymphozyten so 10-15% aus. Und da die Lymphozyten sowieso nur ein Viertel von den weißen Blutkörperchen ausmachen, geht das natürlich dann immer weiter runter. Das bedeutet so im Mikroskop, man sieht mal eine, aber eben nicht so häufig. Also das kommt natürlich jetzt immer auf den auf die Blutprobe drauf an, aber die sind nicht so oft. Aber man sollte das zumindest mal gehört haben, dass man auch mal so einer natürlichen Killerzelle begegnen kann. So, ich bin fertig mit meinen 11 Fragen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen, aber auch so ein bisschen locker. Ja, ein bisschen locker, dass man eben... Das waren auch ein paar Sachen, waren da jetzt so, die ich ab und zu per E-Mail bekomme. So, was, also gerade dieses Thema eben Epstein-Barr-Virus, Pfeiffersches Drüsenfieber. Kann man das im Mikroskop sehen, ist so die typische Frage. Und da beziehe ich mich dann ja grundsätzlich darauf, dass die eben Einfluss auf die Lymphozyten nehmen und man von daher gar nicht drüber nachdenken braucht, ob man das jetzt ein unbewegliches Viruspartikel im Dunkelfeldmikroskop irgendwie erkennen kann. Selbst wenn man es könnte, es bewegt sich eh nicht und ist ja sowieso mini, mini klein. Deshalb achtet man dann ja auf die Lymphozyten. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Tschüss, eure Minimikro.